Guten Tag. Es ist der 9. Mai, 20 nach 10 rum. Es ist ein sehr schöner, sonniger Tag. Es wird heute auch, glaube ich, richtig schön warm. Es ist quasi ein Tag, der nach Wandern ruft, so laut es nur geht. Und da ich heute frei habe, werde ich das tun. Und Wandern ist ja normalerweise, ja komm los, raus in die Natur. Ein bisschen Sauerstoffvergiftung abholen. Ich bin hier allerdings heute in einer Gegend, noch sieht man es nicht, aber es wird kommen, in der die Natur vom Menschen systematisch vernichtet wird. Herzlich willkommen im rheinischen Braunkohlerevier. Genauer gesagt im, beziehungsweise noch am Tagebau Hambach. Das ist das größte noch aktive, also noch bewirtschaftete Braunkohleabbaugebiet hier in der Gegend. Und wohl auch weit über die Grenzen NRWs, zumindest namentlich bekannt durch den Hambacher Forst, der ja vor nicht allzu langer Zeit durch die Presse ging, weil dort versucht wurde, Leute zu vertreiben, die dort in Baumhäusern leben, um gegen die Rodung des verbliebenen Hambacher Forstes zu demonstrieren, protestieren. Das hat am Ende auch gut geklappt. Es gibt den Hambacher Forst noch, beziehungsweise das letzte Stück, was übrig ist. Der Großteil ist ja schon weg, denn hier wird schon seit Ende der 70er Jahre Braunkohle gefördert. Also jetzt schon über 40 Jahre. Und im Laufe dieser Zeit hat man halt alles platt gemacht, was dem Kohleabbau im Wege stand. Um die Kohle dann in den umliegenden Kraftwerken zu verfeuern, um Strom zu erzeugen. Ich meine, es ist ja ein relativ einfaches Prinzip. Über Sinn und Unsinn lässt sich vortrefflich streiten. Ich glaube aber, dass sich die meisten mittlerweile einig sind, dass das Verfeuern von fossilen Brennstoffen keine Zukunft mehr hat. So sieht's aus. Wir werden das noch etwas vertiefen. Ich habe die Route mit Komoot geplant. Ich glaube, das hätte ich zumindest den Anfang der Route mal besser mit Google Maps gemacht. Ich bin jetzt seit knapp 4 Kilometern unterwegs und das meiste davon ja auf der Straße zugange. Und vom Abbaugebiet, was hier unmittelbar neben mir ist, ist aber gar nichts zu sehen, weil alles drumherum bewachsen ist. Es wird aber ein paar Aussichtspunkte geben, die werden wir abklappern. Und wir werden auch, hoffentlich komme ich da nah genug dran, die Reste von Mannheim uns anschauen. Eins der letzten Dörfer, die dem Kohleabbau hier zum Opfer fallen mussten. Ein über 1000 Jahre altes Dorf. Weg. Irre. So, jetzt machen wir erstmal noch ein paar Meter und hoffen, dass wir jetzt etwas näher rankommen an den Tagebau. Hier lernst du natürlich was auf so einer Strecke, ne? Was ich gar nicht wusste, ist, hier wurde auch eine Fernstraße ausgebuddelt, die aus der Zeit des Römischen Reichs stammte. Das ist ja unfassbar. Das ist wirklich lange her. Da ist so ein 1000 Jahre altes Dorf ja nichts gegen, ne? Erstaunlich. So, also was ich feststelle, das ganze Abbaugebiet hier ist total mehr oder weniger blickdicht verpackt in Bäume.
Aber es gibt regelmäßig Aussichtspunkte. Und der nächste ist jetzt, glaube ich, hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Jetzt müssen wir hier mal eben hoch und dann können wir noch einen Blick drauf werfen. Und ich hoffe, es kommt in der Kamera einigermaßen rüber, denn die Größe ist atemberaubend. Unglaublich, wie groß das ist. Ey, faszinierend, oder? Unglaublich, riesengroß und so wahnsinnig tief auch. Bis zu 450 Meter tief liegt das braune Gold, sagt man das so? Jetzt kann man da hinten sehen, wo der weiße Rauch aufsteigt. Da wird kein Papst gewählt. Das ist eins der vier Kraftwerke, die dieses Gebiet hier versorgt, quasi. Ich finde es irre, wenn man drüber nachdenkt, dass das ein Business ist. Dass es sich tatsächlich lohnt, das da rauszuholen, alles, was darüber lag, glatt zu machen, um da Strom draus zu machen. Wenn man sich das anguckt, denkt man doch, dass eine Kilowattstunde Kohlestrom 10 Euro kosten müsste. Wahnsinn! So, an dieser Stelle lassen wir mal die Braunkohle liegen, links, rechts in diesem Fall, und sprechen mal kurz über den Wanderaspekt dieser kleinen Unternehmung. Ich hatte mir nämlich oder habe mir vorgenommen, den Tagebau Hambach einmal komplett zu umwandern. Jetzt, da ich eben die Größe betrachtet habe, fällt mir auf, dass das ein ganz schön krasses Unternehmen ist. Das wird den ganzen Tag dauern, weil das Ding einfach so unfassbar riesig ist. Aber gut, Wetter ist gut. Ich habe mich diesmal eingeschmiert mit Sonnenschutz. Wasser habe ich dabei, was zu futtern habe ich dabei. Ich werde nämlich hier keine PVPs haben, persönliche Versorgungspunkte. Denn hier ist ja nichts mit Zivilisation. Die gibt's hier ja nicht mehr. Faszinierend. Ja. Aber wenn ich hier irgendwo mal vielleicht an der Tankstelle oder so vorbeikomme, werde ich definitiv noch irgendwie Wasser kaufen oder so, sonst könnte das ein bisschen knapp werden. Ja, jetzt kommen zu den vielen, vielen Kilometern, die es heute werden, noch ein paar dazu. Ich muss jetzt eine Umleitung laufen, weil da hinten eifrig gebaut wird und alles gesperrt ist, sogar der Fußweg. Der übrigens gar keiner ist, sondern ich laufe jetzt schon seit mehreren Kilometern so eine Fahrradstraße lang. Ich gebe zu, das ist ziemlich langweilig, aber wenn man ein Braunkohlegebiet umrundet, sollte man sich nicht wundern, dass das nicht besonders unterhaltsam ist. Und das geht in Ordnung. Ich bin nicht überrascht. Bei diesem gar kaiserlichen Wetter heute kann man die weißen Wolken, die die Kraftwerke entstehen lassen, besonders gut sehen. Ich habe, als ich mich hier ein bisschen mit dem Tagebau im Vorfeld befasst habe, indem ich einfach nur ein paar Wikipedia-Artikel gelesen habe,
habe ich auch etwas gelernt, was ich gar nicht wusste. Mir war schon klar, dass die Kohle hier natürlich in der Nähe verfeuert wird. Ich dachte aber, das hat in erster Linie finanzielle Gründe, um die Transportwege möglichst kurz zu halten. Aber es ist tatsächlich auch aus dem Grund so, dass die Braunkohle, die hier rausgebuddelt wird, gar nicht so eine hohe Energiedichte hat, sondern zu über 50% Wasser da noch drin ist. Und dadurch lohnt sich ein weiter Transport überhaupt nicht. Deswegen stehen hier überall um das Abbaugebiet herum diese Kraftwerke. Und die wiederum haben dann den Nachteil, dass die so weit weg von den Großstädten stehen, dass die überhaupt keine Fernwärme liefern können. Das ist natürlich wirklich verschenkt, ne? Also wenn ein Kraftwerk näher an der Stadt dran ist, dann produziert es ja nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Und die kann ja genutzt werden. Bei den Kraftwerken hier nicht. Das ist ja doppelt scheiße. Irre. So, 10 nach 12 ist halt jetzt. Und bin auch knapp 12 Kilometer gelaufen. Und es müssten jetzt noch ungefähr, ich weiß nicht genau, 4-5 Kilometer vielleicht noch bis Mannheim sein, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Mannheim gehörte, muss man ja mittlerweile sagen, zu Kerpen. Ist auch, glaube ich, dadurch bekannt, dass da hier diese Kartbahn ist, auf der die Schumacher-Brüder ihre ersten Runden gedreht haben. Hat eine der, im Falle von Michael Schumacher, eine der größten Motorsportkarrieren der Geschichte ihren Anfang genommen. Die hätte auch beinahe weichen müssen. Das wäre nämlich bei der weiteren Rodung des Hambacher Forstes soweit gewesen. Da liegt die nämlich direkt dran. Aber da der ja gerettet werden konnte, ist auch die Kartbahn gerettet worden. Gut, auch Motorsport mit Verbrennungsmotoren, da wird man in 50 Jahren auch drüber lachen und denken, Wahnsinn, was die Leute damals gemacht haben. Und ich bin gespannt, Mannheim wird, glaube ich, seit 2016, wenn mich nicht alles täuscht, nach und nach abgebaut. Jetzt sind es 12 Kilometer. Und ich bin mal gespannt, was noch übrig ist. Es dürfte nicht viel sein. Also auf Google Maps sieht man schon fast nichts mehr. Und die Bilder sind ja meistens nicht die alleraktuellsten. Ich bin jetzt hier am ziemlich südlichen Zipfel vom Tagebau Hambach. Und hier sieht man jetzt schon diverse sogenannte Kompensationsflächen, wo halt eifrig Wiederaufforstung betrieben wird und hier schon Schafe weiden, während im Hintergrund die Bagger die Kohle aus der Erde holen. Naja, recht komisches Bild irgendwie. Vorne Schafe und hinten Industrie. Knapp 15 Kilometer gelaufen jetzt und hier ist eine ganz faszinierende Stelle, denn das hier sieht nicht nur so aus, sondern ja, es ist die ehemalige Autobahn 4, denn auch die musste weg. Hier, da ist schon zugewachsen, da ist schon, aber hier fängt das Stück an, wo man noch erkennen kann, dass es mal eine Autobahn war. Also hier noch mit Leitplanke, ne, das war der Standstreifen hier und die Mittelleitplanke hier, die ist schon ziemlich ramponiert. Also das ist so eine Art Lost Place hier. Wir werden allerdings erst später auch ein Stück da langlaufen. Aber jetzt kommt erstmal der Schlenker durch Mannheim. Aber ist schon irre. Das hat immer sowas Endzeitmäßiges. Wenn was von Menschen Geschaffenes so verlassen da liegt. Irgendwie, ja, fühlt man sich immer so ein bisschen wie in einem Katastrophenfilm oder so.
Wir laufen jetzt stramm auf Mannheim zu. Wir befinden uns quasi schon auf Privatgelände von RWE. Deswegen war da auch das Schild gerade, dass das hier eine Werkstraße ist und keine öffentliche Straße. Kein Winterdienst, Benutzung auf eigene Gefahr, was man halt als Unternehmen ausweisen muss. Faszinierend, das wird hier alles weg sein. Ich habe wohl schon gesehen, die Kirche steht noch. Oder hatte ich das gerade schon gesagt? Nee, ich glaube, ich habe es nur gedacht. Alles, wo ich jetzt drauf schaue, wird verschwinden. Komplett. Huch. Mannheim, ein riesiger Lost Place. Gucken wir uns mal an. Ja, ein bisschen was steht noch von Mannheim, aber nicht mehr viel. Und wie man hier sehen kann, in diesem Innenhof hat sich die Natur schon das meiste zurückgeholt, bevor dann erneut der Mensch kommt, um es wieder wegzumachen, alles. Irre. Das war bestimmt mal ein schöner Bauernhof. Da war mal ein Klöchen, wollen wir mal reingucken. Ups. Ja, hier, Küchen ist noch da. Sogar mit Bürste. Der letzte beim Putzen gestört. Geil. Da ist richtig was los. Hoffentlich fällt mir jetzt hier kein Dachziegel auf den Kopf. Alter Gabelstapler, aber ohne Gabel gibt ja auch nichts mehr zu stapeln, ne? Ein paar alte Schränke und Türen. Tja, beeindruckend. Also was heißt beeindruckend? Es ist ein bisschen gespenstisch, ne? Mal reingucken in die Schublade. Nichts. Da kriegst du auf dem Flohmarkt nichts mehr für. Ja, very, very lost, dieser Place. Ja, wie gesagt, Kirche steht noch, aber viel ist hier nicht mehr. Ne? Also, das war mal ein Dorf mit Bewohnern, mit allem, mit Supermärkten, Restaurants, sehr vielen Häusern und Bauernhöfen, Kindergarten, Schule, weg, alles weg. Ich frage mich immer, so eine Kirche ist ja geweiht. Muss die entweiht werden, bevor dann der Abrissbirne dran darf? Keine Ahnung, ich könnte es mir vorstellen. Eine sehr, sehr seltsame Atmosphäre ist das hier. Die Tatsache, dass jetzt hier ein Auto vorbeifährt, ist auch irgendwie surreal. Wirklich eine ganz seltsame Atmosphäre. Auf der einen Seite faszinierend, aber auch irgendwie ein bisschen gruselig.
Das war also Mannheim. Kerpen, Mannheim, genau zu sein. Ja, mir fehlen echt die Worte. Also ich habe halt noch nie so eine Geisterstadt gesehen. Und das war ja nun mal eine. Aber hat tatsächlich noch ein paar ganz hartnäckige Einwohner, hat Mannheim tatsächlich noch. Kann ja auch nicht alles auf einmal umgesiedelt werden. Aber mehr als 20 Einwohner oder so hat Mannheim bestimmt nicht mehr. Vielleicht sind es auch nur 4, wer weiß das schon. Ist auch so faszinierend. Nebenan die stillgelegte A4, wo ich gerade drüber gelaufen bin über die Brücke, und die Straße, die über die A4 führt, die endet hier jetzt einfach im Tagebau. Das ist einfach abgehakt und ab jetzt Kohle. Ich find's so irre. Super faszinierend. Das war sehr, sehr cool, mal hier gewesen zu sein. So, und ich glaube, in nicht allzu weiter Ferne liegt ein begehbares Stück von der ehemaligen A4. Da bin ich auch schon mal gespannt. Ich habe 21 Kilometer jetzt gelaufen und damit herzlich willkommen auf der A4 oder dem, was davon übrig ist. Es ist nicht viel, es ist so faszinierend. Das war einmal die A4. In die Richtung sieht es natürlich genauso aus. Es ist so irre. Dörfer werden abgerissen und Autobahnen verlegt, um Kohle zu buddeln. Welche andere Industrie hat so einen Einfluss auf alles, was sie umgibt? So, aber was das Coole ist, ist natürlich dann, wenn die hier mal fertig sind mit dem Kokolores, spätestens 2038 ist ja Feierabend, dann wird das ja alles wieder renaturiert und irgendwann wird sich diese ganze Gegend hier davon erholt haben. Aber ich finde es nach wie vor bemerkenswert, dass das gemacht wird, ne? Was das auch alles kostet und dass sich das dann immer noch rechnet. Wahnsinn, heute komme ich irgendwie aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich bin sehr, sehr fasziniert von diesem ganzen Ding. Ich habe mich damit aber auch noch nie befasst, deswegen haut es mich jetzt so um. Ja, das hier ist natürlich so die Autobahnabfahrt dann, ne? Also hier ist man dann runtergekommen von der A4. Ich weiß jetzt nicht, wie die Abfahrt hieß, aber das war hier. Faszinierend. Ja, jetzt sind wir mittendrin im Hambacher Forst und das ist hier die Stelle, man sieht es da oben. Und hier direkt in meiner, also hinter mir, sind diese Baumhäuser, wo hier massiv gegen den Braunkohletagebau protestiert wurde. Und am Ende ja tatsächlich auch mit Erfolg. Ne? Ja, das sind ja Baumhäuser hier, wirklich faszinierend. Ich fange das mal ein bisschen ein. Also ich muss schon sagen, das haben die ernst gemeint hier. Wahnsinn. Und dann wollte die Landesregierung von NRW die ja hier vertreiben und hat das mit mangelndem Brandschutz begründet. Das war natürlich vorgeschoben. Die wollten die hier weghaben, weil das gerodet werden sollte, damit die an die Kohle kommen. Brandschutz. Ja, faszinierend. Großartig. Ja, wie schön, dass das geklappt hat. Denn der Hambacher Forst, der war vor den Rodungen durch
den Tagebau 4100 Hektar groß. Und davon sind jetzt noch knapp 500 übrig in so drei Teilstücken. Der Rest ist weg. So, das war er, also der Hambacher Forst. Ich bin da eben noch so durchs Unterholz geraten, weil Komoot mich wieder an Stellen geschickt hat, wo es keine Wege gab. Aber es gab wirklich überhaupt keine Wege. Dann bin ich da einmal quer durchgeschossen und war eben natürlich über und über mit Spinnweben voll und so weiter. Boah, da ist noch ganz schön was los. Also diese Baumbesetzer-Szene, nenne ich es jetzt mal, ist da durchaus immer noch aktiv. Ich weiß auch gar nicht, ob, also ich meine, der Hambacher Forst soll nicht abgeholzt werden, aber es gibt, glaube ich, da ist, glaube ich, noch irgendein Prozess anhängig, oder wie das heißt. Weil die Räumung, die versuchte Räumung, 24 Kilometer gelaufen übrigens, danke. Die Räumung war wohl rechtswidrig und ja, keine Ahnung, da wird auf jeden Fall, glaube ich, noch wacker irgendwie prozessiert. Und da gibt es nicht nur Baumhäuser, sondern auch so eben so zwei, drei Wohnwagen mit Vorzelt stehen sehen. Und jetzt nicht so klassisch wie auf dem Campingplatz, sondern mit Piratenflagge und allem, was dazugehört. Ne? Also irgendeine Mischung aus Peter Lustig und Pippi Langstrumpf. So, und dann hast du da hinten immer wieder den Tagebau. Dem kannst du hier nicht ausweichen. So, was hat die Frau jetzt gerade gesagt? 24 Kilometer, dann habe ich ja schon über die Hälfte. Ich meine nämlich, Komoot hätte mir prophezeit, dass das 45 werden. Mein einziges Problem, was ich haben werde, wenn ich meine Trinkblase so anfasse, dann ja, ich werde auf der zweiten Hälfte das Problem haben, dass ich kein Wasser mehr habe. Ich muss mal schauen, ob ich mal irgendwo noch eine Siedlung finde, wo man ein wenig Wasser nachfüllen kann. Denn der nächste Ort, den ich durchlaufen werde, ist das sogenannte Morschenich. Und auch Morschenich sollte eigentlich den Baggern zum Opfer fallen. Und die haben auch schon dann 2012 oder so angefangen umzusiedeln. Aber dann hat RWE beschlossen, nee, machen wir doch nicht. Die meisten sind aber schon weg. Jetzt hat der Ort, glaube ich, noch 153 Einwohner. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Kiosk gibt. Wir werden es erleben. Tja, Morschenich. Wenngleich es verschont werden wird, ist schon ziemlich tot. Da machst du nichts, ne? Was für eine bescheuerte Situation, ne? Da sagt RWE, wir machen das Ding hier platt. Morschenich geht drauf, dann fangen die an, die Leute umzusiedeln und dann sagt RWE, ne, machen wir doch nicht. Und jetzt sind die alle weg und jetzt stehen hier verlassene Häuser, Omas. Was ein Scheiß. 26,4 Kilometer gelaufen und Komoot macht gerade Faxen. Ich zeig's mal hier. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich möchte, dass ich rechts abbiege. Also das ist geradeaus. Wie jetzt? Oh Mann, oh ey. Das brauche ich überhaupt nicht. Was ich brauche, ist Wasser. Ich glaube, ich muss gleich die Route umplanen. Ich muss anders laufen. So wird es nichts. Guck ich gleich mal. Jetzt gehe ich erstmal nicht da rein.
So ein paar Meter später konnte ich mich dann tatsächlich durch so eine kleine Schneise in den Wald begeben, den ich nun hier durchquere. Und ich wollte eigentlich gerade, da war eine Bank, mal kurz hinsetzen, um mein Brötchen zu essen, was ich noch mitführe. Aber ich stand noch nicht ganz. Da hatte ich Ameisen über die Füße laufen und alle Insekten der Welt flogen auf mich zu. Und in so einer Situation kann ich nicht essen. Das geht einfach nicht. Also laufe ich jetzt noch ein bisschen weiter. Ich werde aber trotzdem, auch wenn das jetzt doch geklappt hat mit dem Rechtsabbiegen, meine Route aber doch trotzdem gleich ein bisschen anpassen, denn ich muss zwischendurch mal in die Zivilisation, um Wasser nachzufüllen. Das haut nicht hin. Ich schaffe auf gar keinen Fall jetzt noch 20 Kilometer zu laufen ohne frisches Wasser. Das wird nicht funktionieren. Logisch, eigentlich. Also diese verlassenen Autobahnen, oder die eine, aber es sind ja mehrere Stücke, die ich jetzt schon betrachten durfte. Die sind irre. Also ich fühle mich hier so ein bisschen so I Am Legend mäßig, letzter lebender Mensch auf dem Planeten. Alles verlassen, alle tot. So, damit ich nicht auch noch drauf gehe, habe ich jetzt gerade mit Hilfe von Google Maps ein Supermarkt ausgemacht, der nicht ganz auf meiner Route liegt. Da muss ich halt einen kleinen Schlenker machen. Aber das wird sich lohnen. Dann wird das Wasser nämlich nicht nur frisch, sondern sogar gekühlt sein. Ach, es sind die kleinen Dinge, ne? Und ja, ein Niederzieher wird das sein. Ich glaube, das ist aber jetzt noch eine Stunde dahin, aber das ist absehbar. Und es läuft. Es läuft. Ich laufe, es läuft. Läuft. So, hier sind übrigens die Headquarters vom Tagebau Hambach. Hier ist ein sehr großer Parkplatz. Weiß nicht, wir machen die da mit Homeoffice? Gar nicht mal so viel los, ne? Zu Hause Kohle abbauen ist halt schwierig, ne? So, ne, und was wir vorher gesehen hatten, diese Gleise, das war halt dann so ein klassischer Abraumbahnhof. Ne, da wird tatsächlich die Kohle dann wegtransportiert, ne? Was mit dem Abraum passiert, das sehen wir später noch. Ich glaube, ich habe jetzt noch 2,5 Kilometer bis zu dem Supermarkt. Und dann werde ich mich erstmal erfrischen und vielleicht auch etwas hinsetzen, um dann das Brötchen mal zu essen. Das will ich jetzt nicht unterwegs tun. So, und dann geht's auf die letzten, warte mal, wenn ich da, ja, dann müssten es doch so 15, 16 Kilometer sein bis zum Auto. Ja, puh, also es ist nicht ohne. Und es zieht sich leider ein bisschen, weil das ist halt keine Wanderstrecke, so klassisch, ne? Egal, da ziehen wir jetzt noch durch. So, um 33 Kilometer gelaufen. Ich konnte jetzt hier bei Edeka gerade Wasser kaufen. Gekühltes, herrlich. Und jetzt habe ich hier auch endlich mein Brötchen am Start. Das wird jetzt auch Zeit. Ja, was jetzt noch folgt, ist die sogenannte Sophienhöhe. Da erzähle ich gleich was drüber. Ist interessant. So, jetzt habe ich aus Versehen zwei Dinge gemacht. Erstens habe ich aus Versehen kohlensäurehaltiges Wasser gekauft. Und ich spüre, wie die Trinkblase sich schon mehr und mehr aufbläht. Oh. So, und dann habe ich aus Versehen 25 Minuten gesessen. Oh, das tat gut, keine Frage. Und das Brötchen war so lecker. Oh. Aber ich weiß schon, warum ich sonst
auf meinen Touren eigentlich keine längeren Pausen mache. Und wenn, setze ich mich nicht hin. Das ist immer ein Geeier danach. Die ersten 500 Meter hast du das Gefühl, du bist das erste Mal in deinem Leben auf zwei Beinen unterwegs. Erstaunlich. So, ich muss hier mal eben kurz den Druck rausnehmen. Ich hoffe, das geht gut. So, dann, ich muss mich kurz orientieren. Ja, das kam gut. Ah, lang. Da, wo es in Richtung Sophienhöhe geht. Und damit sind wir beim Thema. Sophienhöhe. Wo ist die Sonne? Wo? Ah, genau hinter mir. Super, dann müssen wir das so machen. So, also. Nicht alles, was man da findet im Tagebau, ist ja Kohle. Die liegt ja relativ weit unten. Und der Tagebau Hambach hat ein Abraum-zu-Kohle-Verhältnis von 6, irgendwas zu 1. Also für jede Tonne Kohle, die sie da rausholen, fallen über 6 Tonnen sogenannter Abraum an. Das ist auch so ein Problem mit Mineralwasser. Mit Kohlensäure. Also für die nächsten 13 Kilometer werde ich hier Wacker rülpsen. Schön. So, das Zeug muss ja irgendwo hin, ne? Ich meine, hast den Driss da rausgeholt, damit du die Kohle an die Kohle kommst, ne? Muss ja irgendwo hin. Und das ist die sogenannte Sophienhöhe in diesem Fall. Die ist nach irgendeinem Gutshof oder Waldstück benannt. Genau, weiß ich es nicht. Mittlerweile ist das so, dass das, was an Abraum anfällt, in der, jetzt ist glaube ich hier besser, im Tagebau selbst wieder an schon ausgekohlten Abschnitten wieder reingekoffert wird. Aber am Anfang haben sie halt alles da aufgeschüttet und renaturiert. Renaturiert auf eine Art und Weise, das ist dicht, ganz dicht an der Perfektion. Also 90% dessen, was wir da auch noch sehen werden, ist Wald. Die haben da Seen angelegt und da gibt es alles. Rodelbahnen, Kreuzwege, was ist das denn? Frage mich auch, hat was mit Kirche zu tun? Weiß ich nicht. Also es ist ein richtiges Naherholungsgebiet geworden. Und das ist jetzt, ein angenehmer Nebeneffekt an diesem Raubbau ansonsten der Natur. Muss ich hier überhaupt abbiegen? Augenblickchen. So, nee, ich muss weiter geradeaus. So, und wer hat bloß diese Route geplant? Ich glaube, ich war es selbst. Ich habe mir auf den letzten 13 Kilometern die Sophienhöhe da eingebaut, und zwar mit richtig Höhenmetern natürlich. Das Ding geht 300 Meter rauf. Ne? Da muss ich jetzt rüber. Wie doof. Es hätte so schön sein können. Oh. Naja, gut. Das schaffe ich jetzt auch noch. Nachdem ich ja heute schon ein paar tote Straßen besichtigen durfte, hatte diese befahrene Straße hier jetzt gerade fast was Tröstliches. Das haben wir hier überlebt. Das war so apokalyptisch teilweise. Wahnsinn. So, ich kann die Sophienhöhe schon sehen, sehr gut sogar. Aber dank Weitwinkel ist das für ein Kamerabild noch zu früh. Da sieht man nichts. Aber wir werden. Ich muss ja drüber. Wir werden ja zwangsläufig sehen. So, jetzt beginnt hier der Anstieg, der Aufstieg auf den Monte Sophia, wie der Volksmund diesen Hügel natürlich genannt hat.
die Sophienhöhe. Ich finde ja bergauf immer nicht so schlimm, das ist anstrengend, aber tut mir weh. Ich bin gespannt, wie das dann, das geht nämlich relativ zügig, innerhalb kürzester Zeit geht es wieder bergab. Und ich habe da ja diese magische Grenze von 40 Kilometern, wo meine Knie dann immer sagen, oh nö, jetzt nicht bergab, bleib doch einfach hier. Nö, müssen die jetzt durch, genau wie der Rest von mir. Ja, guck mal hier, Busroute. Ne, es gibt eine blaue und es gibt eine rote Piste. Ja, wahrscheinlich, wenn der Busfahrer noch nicht so erfahren ist, dann nimmt er die blaue und wir nehmen natürlich jetzt die rote. Ist das ein Witz oder fährt hier ein Bus? Wo soll denn hier ein Bus fahren? Das muss ich noch rausfinden. Verstehe ich nicht. Ja, so, es geht weiter aufwärts. Ich musste mir gerade noch mal ganz klar und bewusst machen, worauf ich hier gerade laufe. Ich meine, das ist tatsächlich nur der Driss, den man nicht verfeuern kann. Sonst gäbe das den ganzen Kokolores hier nicht. Und ich habe ja viel gemeckert jetzt über Braunkohle und diesen ganzen Wahnsinn. Ich bleibe auch dabei, dass das Wahnsinn ist. Aber was hier entstanden ist, also Monte Sophia, gar nicht schlecht, so für einen menschengemachten Berg, ziemlich gut. Das da ist offensichtlich die lange Bank, auf die man so viele Dinge immer schiebt. Wollte ich gerade schon innerlich frohlocken, weil ich mich auf der höchsten Ebene von Monte Sophia erwähnte, als ich dieses Gipfelkreuz hier erblickte. Das ist allerdings das ehemalige Gipfelkreuz. Der Bums hier war nicht immer so hoch. Wir sind jetzt auf 260 Meter. Ich muss auch noch auf etwas über 300. Und muss da lang. Ist aber nicht mehr weit. Mittlerweile fast 41 Kilometer gelaufen. Ah. Also was eine Nummer. Einmal um den Tagebau Hambach. Das ist eine verrückte Unternehmung. Ja, jetzt knappe 5 sind es noch. Und dann ist gut für heute. Jetzt haben wir es gleich. Jetzt ist gleich der Gipfel erreicht. Mit einem Aussichtspunkt. Yes! Ah, natürlich ist da jemand. Den ganzen Tag bist du alleine, aber hier am sprichwörtlichen Höhepunkt. Naja. Ja gut, davon war ich jetzt etwas underwhelmed, um es neudeutsch auszudrücken. Da konnte man quasi nichts sehen. Auch ein bisschen diesig, aber vieles ist auch echt zugewachsen, was ja in diesem Zusammenhang hier was Gutes ist. Je mehr Sauerstoff produzierende Bewachsung hier, desto besser. Walla die Walfe. Aber als Aussichtspunkt war das so mittel beeindruckend. Ach, Moment mal, muss ich hier wirklich lang? Hier hat es auch ein bisschen geregnet, wie mir scheint. Da lang ist richtig, ja. Und das ist hier richtig ausgespült vom Regen. Das ist mehr eine Regenrinne als ein Rinde. Mehr eine Regenrinne als ein Wanderweg. Ja. So, jetzt. Aber jetzt kannst du ja nur noch bergab gehen. Das ist es gewesen. Ab jetzt geht's runter. Von Monte Sophia wieder hinab zum Auto. Endspurt quasi. Los geht's.
geht wacker bergab. 44 Kilometer jetzt gelaufen, nicht mal mehr zwei zu laufen, aber noch fast 200 Höhenmeter runter. Bis jetzt läuft das sehr manierlich, meine Knie machen keine Zicken. Das läuft alles sehr gut, die Gefälle sind auch, ja, sag ich mal, moderat. Ne? Ich meine, das ist ja auch alles künstlich angelegt hier, das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist jetzt ein Wanderweg, den jemand geplant hat und wahrscheinlich dachte, nee, komm, was sollst du die Leute quälen, ne? Naja, ja, gut, dann haben wir es auch fast schon geschafft. So, auf den letzten Metern hat Frau Komoot noch ein kleines Schmankerl. Ich bin jetzt gerade von da oben gekommen und Frau Komoot ist der Meinung, dass das hier ein Weg ist, den ich runtergehen soll. Ich habe mich aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Ich werde jetzt die klassische Serpentinennummer hier runterlaufen, auch wenn das naturgemäß ein paar Meter mehr sind. Aber sowas geht doch gar nicht. Wie meint die das? Ach, egal, wir sind gleich da. Freunde, das war's. Ich bin da. Und mein Auto ist das Einzige, was hier noch steht. Heute Morgen standen da ein paar mehr. So, dann wollen wir das hier mal beenden. Beenden und speichern, jawohl. Wahnsinn. Ah. Erstmal abspeichern. Moment. Hier bei Komoot, ne, dass alle hier so dürfen alle sehen, was ich gemacht habe. Also 45,7 Kilometer und 7 Stunden 30 Minuten in Bewegung, 6,1 km/h im Schnitt. Aber das beinhaltet wie immer nicht die Pausenzeiten, Stehzeiten, Dingenskirchen, wie heißt denn das? Hier Besuche in irgendwelchen Lost Places. Auch dieses Training beende ich. Hier habe ich eine Gesamtzeit von 8 Stunden 47 für 46,04 Kilometer, warum auch immer. Und ich war langsam heute, 11 Minuten 28 Sekunden für einen Kilometer. Aber ich habe ja auch viel Pause gemacht, also relativ viel Pause gemacht. Und bin da ja auch gerade in Mannheim und so. Ist ja egal, ging ja gar nicht um die Zeit. Super, also das war heute in erster Linie interessant und auch ein bisschen irre. Bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe viel gelernt, viel gesehen. Es ist schon irre, wozu Menschen in der Lage sind, wenn sie sich das in den Kopf gesetzt haben. Und wenn das Ziel, in diesem Fall die Kohle aus dem Boden zu holen, groß genug ist, beziehungsweise wenn das wichtig genug ist, dass es unbedingt erforderlich ist, dass das Ziel erreicht wird, dann wird halt alles buchstäblich aus dem Weg geräumt, was der Erreichung dieses Ziels im Wege steht. Und wenn diese Art der Entschlossenheit auch an den Tag gelegt wird, wenn es darum geht, auf Erneuerbare umzusteigen und jetzt jemand sagt, so, das wird jetzt gemacht, egal, was dagegen spricht, ich glaube, dann brauchen wir uns um russisches Gas und so künftig keine Sorgen zu machen. Ja, so, das war's für heute. In diesem Sinne also herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.